Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Ja, und wie heißt das Sprichwort, wenn man nicht zusammen ist, dann gibt es ein schlechtes Wetter. Ja, wir sind heute bei der Landesberufsschule, aber trotzdem strahlen wir wirklich Freude aus, weil es gibt nämlich einen Gewinn. Ich habe da stehen den Thomas, die Elke und die Frau Direktor, die Frau Umhack, die Martha. Grüß euch, schön euch wieder mal alle zum Sehen. Hi. Hallo. Ja, und die Elke, die ist ein Social Media Freak und die hat da was gemacht und darum gewinnt sie heute was. Elke, erzähl mal, was hast denn du gemacht? Ja, ich habe auf Facebook gesehen, dass Radio Arabella ein Gewinnspiel veranstaltet. Foodtruck habe ich schon gehört, soll cool sein und haben mir gedacht, wir haben das beste Team ever und haben mir gedacht, machen wir mit. Mhm. Gesagt, getan, habe ich mich angemeldet und wurde verständigt, hurra, wir haben gewonnen, wir sind dabei. Super, man sieht die Freude, liebe Zuseher, man sieht ja den Foodtruck und der Kameramann, gell, du warst schon drin und ein bisschen was filmen, ja, ja, dem rinnt das Wasser im Mund schon zusammen. Ja, liebe Martha, die Elke hat es gerade gesagt, was zeichnet euer Team so aus, was macht die Landesberufsschule und ich kenne euch, ja, und bitte nicht bescheiden sein, was zeichnet euch aus? Ja, uns zeichnet aus, dass wir zusammenhalten, dass wir ein eingeschworenes Team sind und alles zusammen machen und dann haben wir so wunderbare Kolleginnen, die sich auch noch an Wettbewerben beteiligen und uns so schöne Gewinne bescheren. Aber wir halten zusammen, das Team Waldeck ist legendär und wir haben erst am Freitag eine Teambildungskonferenz gehabt, eine vierstündige mit ganz tollen Ergebnissen. Ich bin stolz auf unser Team. Das kannst du sein, Martha. Ja, Thomas, was sagst jetzt du zum Team, vor allem freust du dich schon aufs Essen? Essen ist immer wichtig. Wir sind ja auch eine Gastroschule. Insofern, ich freue mich auf die wunderbaren Burger und ja, freue mich auf das gemeinsame Zusammensein und auf das Team Waldeck, das uns gut schmeckt. Und ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Das Juhu, kommt, aber noch ein bisschen warten müssen wir. Liebe Kamera, kommen wir bitte mit mir mit. Ich sage einmal danke, bereitet euch schon vor für ein Essen. Jetzt gehen wir weiter, denn Radio Arabella ist heute hier in der Landesberufsschule Waldeck. Grüß euch die Damen. Hallihallo. Fangen wir mal bei dir an. Wer bist denn du? Hallo, ich bin die Caro Picker und Caro, grüß Radio Arabella. Hi. Radio Arabella, wer bist du? Ich bin die Nina, auch von Radio Arabella. Ich bin aus dem Marketing. Also ihr habt ja heute wirklich einen wunderbaren Job, ihr kommt und bringt Freude und Essen. Wie funktioniert das bei Radio Arabella, dass jetzt unsere Zuseher wissen zum Beispiel, dass man sagt, okay, wie komme ich zu so einem Foodtruck, wie geht das? Also im Endeffekt, man kann sich anmelden mit seiner Firma und da schreibt man auf der Website, füllt man was aus und dann braucht man im Endeffekt nur einen Parkplatz und eine Stromversorgung und 50 Mitarbeiter um den Dreh. Und dann kann man sich anmelden und jeden Mittwoch ziehen Angie und Andi, unsere Moderatoren in der Morning Show, dann den Gewinner. Und dann sind wir schon da. Okay, die waren wirklich sehr überrascht. Ich bin angerufen und haben gesagt, bitte komm vorbei, haltet das fest. Ja. Das heißt, den Foodtruck habt ihr organisiert. Könnt ihr ein bisschen was über den Truck auch noch erzählen? Ja, also wir haben da Zusammenarbeit eben mit Pull and Eat und da haben wir das Gewinnspiel eben gemeinsam in die Wege geleitet und taugt uns ziemlich und super Freude, die Gewinner dann immer mit den Burgern zu beglücken. Was soll ich da ehrlich sagen, wer die größte Freude heute an diesem Tag hat? Schatz, das ist der Kameramann, den kann man jetzt nicht sehen, weil ich habe gesagt, über gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte war, ein Dreh ist heute ausgefallen, die gute, dafür ist er jetzt heute da. Das sind Burger und die sind echt lecker. Lecker, ich habe schon das Sorferlobirena. Ja. Ja, ich sage einmal Dankeschön. Ja, wir werden dann noch ein bisschen Leute interviewen, wie es schmeckt. Natürlich werden wir uns jetzt auch was einhauen. Und lieber Michi, du kriegst heute den größten Burger fallen. Danke, bis gleich. Findet ihr die Idee, was da heute stattfindet, dieses Cross-Meeting gerade Arabella mit eben einem Foodtruck und der Schule? Ja, finden wir als direkte Nutznießer natürlich großartig und wir danken der Elke ganz herzlich, dass sie uns so einen schönen Tag bereitet hat. Also ganz eine tolle Überraschung, wir freuen uns sehr. Was hast du schon bestellt, was gibt es für dich? Chicoria, den Chicoria Burger, nehme ich mir. Der geht heute gut, ja. Ja. Da muss er gut sein, oder? Ja, man merkt, heute ist die Essensfreude da. Dankeschön. Absolut, sehr gerne. We'll be right back.
Ja, was sagt ihr heute zu dem Event da bei der Landesberufsschule Waldeck, was da gemacht wird? Wie gefällt euch das da? Ja, ist ganz nett. Netteste kleine Schwester von Scheiße, hätte ich mal gesagt. Ja, fragen wir nochmal die Frage. Was sagst du heute zu dem tollen Event da bei der Landesberufsschule Waldeck? Ja, sehr überraschend. Eine unserer Kolleginnen hat mitgespielt und war selbst überrascht. Und wir haben das per E-Mail erfahren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was es da gibt und finde das top. Jetzt hat die Leibwand am Tag in der Arbeit, oder? So Überraschungen sollte dazu öfters geben, oder? Ja, einverstanden. Ja, liebe Zuseher, da sieht man, wie lieb die Frau Direktor ist, weil die Martha hat gesagt, die Schüler dürfen auch kommen, gell Martha? Ja, damit sie nicht nur zuschauen müssen und dürfen auch genießen. Ja, blenden wir das kurz ein von der Klasse, wo wir aufmachen. Bist du deppert, die kriegen Bürger. Man kann sehen, die freuen sich und jetzt, liebe Leute, schaut her, die Schüler stehen da und schmeißen sie auch einen Bürger rein. Ja, ich werde es jetzt gleich als Abmoderation nutzen, liebe Marti. Ich sage mir wirklich danke wieder mal für die Einladung, dass die Berufsschule Waldeck da immer wieder was Tolles macht. Da wird noch viel mehr kommen, Harley Davidson im Sommer, habe ich gehört, aber da verraten wir noch nicht so viel. Dann schauen wir noch geschwind zu der Elke rüber, bedanken sich am Atem Mahlzeit, lasst das schmecken, gell? Ja, liebe Elke, ich möchte mich noch verabschieden. Ich habe ja gesagt, die Schüler sind versorgt, die Gäste sind versorgt. Also, es wurde geschmatzt. Ja, ich sage auch danke wirklich, dass du diesen Schritt gemacht hast, dass wir da heute auch zum Burger kommen, gell, Kameramann. Ich glaube, der hat sich nämlich einen zweiten bestellt. Ja, möchtest du noch was sagen? Nein, es taugt mir, dass alle happy sind. War eine leichte Übung und coole Burger, coole Geschichte. Schön, dass ihr da wart und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Mahlzeit. Mahlzeit. Bis bald.